Na Leute, alles klar, soweit gut. Es geht natürlich wieder weiter mit Pokémon Schwarz 2 mit einem ganz neuen Pokémon in meinem Team. Denn im letzten Part bin ich über den alten Fluchtweg zum alten Palast gelangt und dort war doch ganz tief unten in den untersten Stockwerken, die schon vom Sand verschüttet worden sind, in einer einzelnen einsamen Kammer ein Ramot auf Level 35 und das habe ich mir jetzt gefangen, dafür ist halt Fukano rausgeflogen. Ich finde, Ramot ist schon um einiges besser, auch wenn das natürlich noch trainiert werden muss, aber Käferfeuer ist schon eine geile Typkombination. Und ja, wie gesagt, das habe ich mir jetzt einfach mal ins Team genommen. Das wird später noch trainiert und ich finde wirklich, dass das eine geile Sache ist, wenn man so ein Pokémon hat. So, und jetzt geht es wieder zurück auf die Route 6, wo ich jetzt eigentlich auch so gesehen endlich mal surfen kann, weil ich ja den Surfer von Sharon bekommen habe. Da hole ich mir gleich mal dieses Item hier, nämlich eine Herzschuppe. Na, schön, falls ich mal wieder den, ihr wisst schon wen brauche, den Attackenhelfer. Dann kann ich hier eine Herzschuppe eintauschen. So. Warte mal, hier oben geht's ja auch noch. Ich glaube, von hier aus kommt man sogar zur Panaero-Höhle. Oder zumindest... Doch, da hinten ist das dann. So. Ah, ja, ein AP Plus. Okay, gut, das hebe ich mir aber noch auf. Ich weiß noch nicht, für welche Attacke. Ich lasse es lieber noch. Noch will ich es nicht benutzen. So, und hier habe ich halt dann zuletzt wieder kehrt gemacht. Und da drin habe ich die VM-Surfer halt bekommen. Ein paar VMs gibt es ja noch. Als Wissenschaftler gehört es zu meinen Aufgaben zu überprüfen, ob sich meine Theorien in der Praxis bewahrheiten. Eine Auswahl von Forscher Dwayne, The Rock Johnson oder was? Die glaube ich kaum. See, so Kids. Damit habe ich schon eher gerechnet, in seiner Herbstform natürlich, weil es ist gerade Herbst im Spiel, so, los Admiral. Oh, da gleich 10 Level stärker, na dann. Viel Ender! Und weh, du triffst nicht. X-Angriff setzt er auch noch ein. Der will es aber wissen, Angriff und Sesukitz steigt. So, viel Ender und abgewehrt, verdammt nochmal, du sollst gefälligst treffen! Ist wieder nicht getroffen. Ja, Genauigkeit 85 ist halt ein bisschen doof. Du sollst treffen, verdammt! Zack, schnell, so geht doch. Ich finde wirklich, dass diese Attacke eine etwas höhere Genauigkeit gebrauchen könnte, aber leider nicht. Als Wissenschaftler gehört es zu meinen Aufgaben, diese Niederlage zu analysieren. Ach Mensch, Admore, das war jetzt aber gerade voll peinlich. Zweimal daneben ist echt dumm. So, was liegt denn hier eigentlich rum? Ein Mondstein, gut. Später mal zum Entwickeln. Er hat zwei Orbsauber und Trockenheit. Pokémon mit diesen Fähigkeiten lieben Attacken vom Typ Wasser und Regen. Mit solchen Pokémon-Fähigkeiten kennt sich der Arena-Leiter von Eventura City total gut aus. Ach, du kennst ihn? Dann kannst du ihn ja mit dem Visokaster anrufen und fragen. Ja, nee, das mache ich jetzt aber nicht. Ich werde die Beziehung zwischen Trainer und Pokémon ergründen. Eine Rosson von Forscherin Malis und sie hat ein Schnuthelm. Jetzt zieh mal nicht so eine Schnute. Sondern spür erstmal diese gewaltige, mächtige Welle. Surfer! Ja, die benutzt jetzt wieder X-Spezial. Was soll das denn? Das bringt dir gar nichts. Wie du siehst, hast du trotzdem verkackt. Und jetzt noch ein Laukaps. Langweilig. Die sind ja alle keine Herausforderung für mich. Ich dachte, ich bin im Hürdenmodus. Das bin ich eh immer noch. Wie kommt es, dass Pokémon die Befehle ihres Trainers verstehen können? Ja, vielleicht, weil sie nicht total geistig behindert und doof sind, so wie du. Ne, Spaß. So, liegt hier vielleicht ein unsichtbares Item rum? Ja, Mini-Pilz, das war offensichtlich wegen dieser einen Lücke, wo kein Gras wächst. Das war schon ein bisschen verdächtig. So, es kann sein, dass hier wieder wilde Tarpinions sind. Zum Beispiel hier. Da haben wir auch schon eins. Ich habe aber auch schon eins gefangen. Also werde ich das hier in Ruhe lassen. Und tschüssen.
Aber wie man die einfach nicht von normalen Items unterscheiden kann, ist doch auch voll blöd. So, Hyperball. Alter, sind voll die großen Pfützen. Und der Junge kommt zu mir auf die Pfütze. Für mich ist es ein Kampf, eine Möglichkeit, jetzt zu lernen. Eine Herausforderung von Schulkind Paulino. Diese Namen. So, der hat auch ein Tampignon. Ich meine, Paul hätte auch gereicht, aber Paulino ist wieder ein bisschen eigenartig, der Name. Viel Ender, triff gefälligst! Na bitte geht doch. Ich hasse nichts mehr, als wenn eine Attacke daneben geht. Das ist mega ärgerlich. Und Surfer bitte. Warte bitte, ich muss diesen Lange erstmal analysieren. Dafür ist es, glaube ich, sogar schon zu spät. Und schon wieder. Schon wieder verarscht worden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was soll ich denn mit mehr als einem Tapen? Das kommt sowieso nicht ins Team. Ist doch eh voll hässlich. Dieses Pokémon eben, das war doch... das war das legendäre Pokémon Cobalium. Ich hab dir doch neulich davon erzählt. Ah, Cobalium, was für ein ehrwürdevolles Auftreten. Cobalium, Viridium und Terrakium. Man erzählt sich, dass sich diese drei Pokémon gegen die Menschen gestellt hätten, um ihre Freunde vor einem Krieg zu schützen, den die Menschen angezettelt habe. Denn sie wussten, dass Pokémon nicht in Frieden leben können, solange Menschen sich bekriegen. Ihnen war klar, dass die Taten der Menschen viele Leben kosten würden. Aber warum zeigt es sich nun den Menschen? Patrouilliert es zum Schutz der Pokémon die eine Region, weil vor 2 Jahren eine Gefahr von Team Plasma ausging? Oder ahnt es ein neues Unheil, das uns bevorsteht? Wie schrecklich. Verbreitet Getsis auch heute noch seine bösen Ansichten? Hat er andere gefunden, die er manipulieren kann? Ist es Zufall, dass Cobalium vor dir erschienen ist? Oder war es ein Appell an dich, das Unheil abzuwenden? Anders als N, der versteht, was im Pokémon vorgeht, kann ich nur raten, was seine Absicht war. Aber wenn du es schaffen solltest, dass Cobalium sich dir anschließt, wäre es dir in Zukunft sicher eine große Hilfe. Boah, also das war jetzt gerade... Wow, das war gerade eine richtig krass geile Begegnung mit dem legendären Cobalium. Konnte man das jetzt echt schon hier fangen? Das ist dann aber ziemlich krass. Irgendwo weiter da vorne dann. So, was ist das hier? Tipps für Trainer, Gegenstände in der Basis eines Taschen mit den Kästen davor, kannst du auf den Hübschen kommen. Okay, gut. So, Tipps für Trainer, Gegenstände, Basis. Okay, das ist irgendwie. Rückseite steht genau das gleiche. So, will der Typ kämpfen? Ne, will er nicht. Die Elektrolithülle ist toll. Das kannst du nur, dem ich dort begegne, bin ich so niedlich. Ich sollte bald mal zum Turm des Himmels auf Route 7 gehen. Ich will unbedingt die Glocke läuten. Das freut mir ein kleines Wurmball. Dein Pokémon-Team sieht schlapp aus. Du solltest ihm ein wenig Ruhe gönnen, sonst wird die Reise zu anstrengend. Nanu, dein Pokémon-Team scheint topfit zu sein. Ja, vielen Dank. Hey du, das ist für dich. Alex hält Leuchtstein. Dankeschön. Ich habe meinem Pikachu neulich einen Leuchtstein gegeben. Da entwickelt es sich plötzlich und wurde zu einem ganz anderen Pokémon. Ja, stimmt, der Pikachu wird ja nur durch einen Leuchtstein dann zu Chillabell. Den habe ich ja beinahe vergessen. So, hier hinten haben wir noch hohes Gras. Dunkles hohes Gras und du, eine Pokémon Ranger. Ich zeige dir die Kraft der Natur. Eine Herausforderung von Pokémon Ranger Rui. Rui ist ein lustiger Name. So, hat ein Rollum. Gollum. So. Ob ich das mit einem Surfer besiegen kann, gucken wir mal. Tatsächlich.
Ja, Admiral ist einfach immer. So, und jetzt noch ein Champignon, der alte Champignon. Ich hasse Pilze. Und das ist die Wahrheit. So, Verwurzler bringt dir doch gar nichts. Ah, da hilft nur noch der Urschrei. Hier, damit kannst du deine Pokémon heilen. Alex hält Piercive-Beere. Solange ich genügend Natur um mich habe, fühle ich mich topfit. Vielen Dank, Mutter Natur. Du bist die Beste. Ja, aber Mutter Natur kann manchmal auch eine ganz schöne... Oh, wir sind sogar schon bei der Elektrolythöhle? Okay. Wo zur Hölle ist denn Kobalium dann hin verschwunden? Ich glaube, das begegnet mir irgendwann später ja dann nochmal. Also hier jetzt schon zu fangen, ist einfach noch zu früh. Elektrolythöhle. Eine elektrisierende Erfahrung. So, die Elektrolythöhle gab es auch schon in den Vorgängern. Und oh, was macht Bell denn hier? Hey, wusstest du schon, dass sich die schwebenden Steine verschieben lassen? Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, die den Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Um einer hatte ich vergessen, dass ich hier etwas untersuchen wollte. Bis später. Okay, Bell will hier irgendetwas untersuchen, fragt sich nur, was oder wen. Aber das ist schon ein ganz besonderer Ort, wie hier die Steine teilweise schweben. Und sich teilweise auch verschieben lassen. So, hier haben wir gleich mal einen Hyperheiler gefunden. Also hier kann ich auch sehr viele Items finden und auch neue wilde Pokémon fangen, wenn ich Bock drauf hätte. Aber habe ich jetzt nicht im Moment. Das musste ich halt damals in den Vorgängern auch schon machen. So, und ich glaube, der Typ ist das ein Doktor? In dieser Höhle findet man überall elektrisch geladenes Gestein. Überall. Diese Felsen laden mich förmlich mit Tatendrang auf. Eine Aussage von Forscher Gennady. Okay, ist doch kein Doktor, ist ein Forscher. Und er hat ein Magnetonic. Cool, das habe ich auch. Level 33. Lächerlich. Da graben wir uns doch mal mit dem Schaufel einmal unter die Erde. X-Angriff. Wird dir nicht wirklich was nützen. Wir graben uns nämlich ein. Und schon geht die Attacke, was auch immer, was das gewesen sein sollte, wäre eh daneben gegangen. Der Schaufler hat es auch schon fast besiegt. Wegen der Robuste hat es natürlich überlebt. Metall-Sounds. Oh, meine armen Ohren, das tut ja so weh. Senkt die Spezialverteidigung nämlich stark. Unfassbar. So, nochmal Surfer. Jetzt hier richtig Surfer und tschüss, Mann. Hilfe, eine elektrische Entladung! Ja, und solange ich jetzt hier in der Elektrolythülle drin bin, müsste sich jetzt eigentlich Magneton dann zu Magnezone entwickeln, wenn es wieder ein Level-Up zustande bringt. Das ist hier der einzige Ort, wo es das kann. Das ist halt eines der Pokémon, die sich nur an einem bestimmten Ort entwickeln können. Das ist was Besonderes. Wie kann ich jetzt hier... Verdammt. Ich will diesen Felsen hier... Ich will das verschieben. Warum geht denn das nicht? Ah, jetzt. Ich habe mich schon gewundert, was das sollte. So ein Topschutz. Ist alles wegen einem Topschutz. Naja, okay. So, die will doch garantiert auch kämpfen. Genau. Hier sind meine drolligen und coolen Bandmitglieder. Eine Herausforderung von Gitarristin Jane. Wo hast du denn Tarzan gelassen? Im Olga. Da
Das hat sich gewaschen, würde ich mal sagen. Und Magneto Level 38, also es müsste jetzt eigentlich dann sich entwickeln. Weil ich ja in der Elektrolythöhle bin. Wir brauchen mehr Bandmitglieder, unser Sound ist noch nicht vielschichtig genug. Nanu, Magneton entwickelt sich, na ich hatte recht, es ist soweit. Glückwunsch, dein Magneton wurde zu einem Magnesohn. Richtig geil. Endlich habe ich ein Magnesohn. Das geht halt wirklich nur hier. Pokémon. Kurz mal zeigen. Das sieht jetzt voll aus wie so ein UFO irgendwie. Wie das jetzt aussieht. Immer noch vom Typ Elektrostahl. Ich meine, klar, das ändert sich ja auch nicht. Und als Fähigkeit, die Magnetfall ist halt jetzt leider nicht gerade eine optimale Fähigkeit für den Kampf. Da steht nur hin, das Stahl-Pokémon an der Flucht. Und man sieht ja eh bei seinen Werten, dass es eigentlich schlauer wäre, ihm spezielle Angriffsattacken beizubringen. Weil sein physischer Angriff nur 60 beträgt, der Spezialangriff aber 107. Und der Elektroball, da habe ich eh vor längerer Zeit mal einen totalen Blödsinn erzählt. Hier steht es ja eh nochmal ganz genau. Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft diese eine geballte Ladungsstrom. Ich habe irgendwie immer geglaubt, wenn ich langsamer bin als die Gegner, ist die Attacke stärker. Aber das ist ja Quatsch. Ich müsste schneller sein. Und das ist bei Magnesun aber nicht gerade super, weil Initiative 48 ist ganz schön kacke. Richtig schlecht. Also da werde ich ihm irgendwann dann, wenn es mal die Möglichkeit hat, Donnerblitz beibringen. So, und ich würde sagen, das ist vielleicht schon stark genug mit Level 38. Und deswegen nehme ich ihm jetzt mal den EP-Teller weg. So, Item nehmen. Und von Ramot nehme ich jetzt mal hier den Silberstopp. Was macht der eigentlich nochmal? Ich glaube, der verstärkt Käferattacken. Mal kurz gucken. Ja, haben wir den Leuchtstein eben, dieser besonders hellleuchtende Stein, hilft manchen Pokémon bei der Revolution. Silberstaub. Genau, ein Item, das ein Pokémon zum Tragen geben werden kann, es verbessert Attacken vom Typ Käfer. Um 20% glaube ich eh wieder, sollen wir mal nach Kategorie sortieren. So, und EP-Teiler geben Ramot. Das muss ja auch noch stärker werden. Alles klar, alles wunderbar, es kann weitergehen. So, hier liegt noch ein Hypertrank rum. Ich glaube, hier drin kann man sogar irgendwo einen Magneten finden, der Elektroattacken versteckt. Das wäre natürlich dann für Magneson richtig super, wenn ich das Ding finde. Man muss immer gucken, dass man die richtige Richtung, also dass man halt den Kristall aus der richtigen Richtung hier anstößt. Weil er sich sonst nicht verschieben lässt. Aber das geht halt irgendwie immer nur einmal. Und noch einen unsichtbaren Hypertrank gefunden. Na toll, das geht nur von der anderen Seite. Dann kann ich wohl nur hier unten lang. Ist hier noch irgendwas versteckt? Offensichtlich nicht. Aber ich kann ja trotzdem mal hier das Itemradar anmachen. Schlägt im Moment auch nicht aus. Hey, die Elektrolythöhle, ich liebe diesen Ort. Zum einen bin ich fasziniert davon, dass sich die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist da auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon, sowie die der Menschen zu den Pokémon. Für mich ist dies der ideale Ort. Ich muss aufbrechen, die Pokémon zu retten. Ich muss der ganzen Sache ein Ende bereiten, um meine Freunde zu beschützen. Hä, wer war das denn gerade? Irgendjemanden haben wir jetzt gerade hier reden gehört. Was willst du denn? Werde Zeuge der zerstörerischen Kraft meines unschlagbaren Dreiergespanns. Eine Rüstung von Astrainer Nauto. Sandama, Fasenob und Klick werden von Astrainer Nauto in den Kampf geschickt. Leute, unser erster Dreierkampf. Na dann, los, Admiral Ramot und Magneson. Ja, Mann. So. Admore, du willst gleich mal mit dem Surfer angreifen. Und du hier, naja, das ist jetzt hier
Naja, Feuerwirbel, Fahnenschuss, naja, das ist jetzt auch nicht so super. Feuerwirbel, ne, so, So, das ist ein Elektroball, so, gleich nochmal die Feuerwirbel, das Klick besiegt, das ist gut. Und Surfer, das trifft jetzt dummerweise leider auch Ramord, weil es auf meiner Seite ist. Und das hätte ich jetzt beinahe besiegt. So, Luftschnitt, aber zum Glück auf Atmore. Schaufler. So, Elektroball. Und fast es noch bis hin. So. Zur Sicherheit werde ich dann vielleicht mal Dings austauschen. So, Surfer. Ramot tausche ich jetzt mal aus, damit es nicht besiegt wird. Tausche ich einfach mal aus auf Phasersnob, auf mein eigenes. So, Ramot kommt zurück. Los, Phasersnob. Hat man gemacht, Surfer. Der allerdings leider nur Phasersnob trifft und das auch besiegt. Du Vollidiot! Warum ist diese Scheiß-Sandame noch immer nicht da? Fick dich! Ah, du scheiß verdammte Missgeburt! So, Magnetbombe! Unverschämtheit! So, jetzt muss ich zu Rock rausholen. Ah, ich finde das so dumm! In so einem Doppel- und Dreierkampf, da, ja. Surfer, viele Ender bringt das auch nicht so, machen eben Vergeltung. Jetzt bin ich auch zu blöd, aber so geht ja gar nicht. Ich kann ja mit dem... Ich kann ja nicht mal... Mann! Weil Atmore da draußen steht, ich kann das jetzt gar nicht mal... Ist das scheiße! Ich muss Atmore mal austauschen. Aber bringt eigentlich gar nichts. Ich kann mit Atmore nämlich Sandama nicht angreifen, weil das ganz rechts drüben steht. Das ist richtig behindert. Das geht eigentlich gar nicht. Zora kann Schmarotzer wenigstens hier. Magnesum macht halt nochmal Magnetbombe. Das ist einfach nur dumm. So, Schmarotzer. Ja, jetzt macht schon wieder Schaufler. Eklar. Also das ist halt was, was ich an Dreierkämpfen wieder ziemlich scheiße finde. Und jetzt wurde auch Magnesum besiegt. Ich hasse Dreierkämpfe! Fick dich mal hier, was soll denn das jetzt? Du Arschloch! Oh, ey, der Hunser macht mich jetzt gerade total fertig, ey. Was bildet der sich ein? Ich wollte eigentlich gar keinen Dreierkampf. Kann ich doch gar nicht mal wissen, dass der das macht. So, betroffen Rockermann wirkt. Jetzt wird es dann da mal hier abgeschwächt. Du scheiß verdammte Missgeburt! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Unverschämtheit. Knirscher. So, Schmarotzer, jetzt mach's endlich platt, verdammt. Immer noch nicht. So, Knirscher und... Oh, na endlich. Fick dich. Das war echt assi. In Sachen Teamzusammenstellung hast du Haushoch gewonnen. Ach, halt doch einfach die Fresse. Ist so ein Arschloch. Meine ganzen armen Pokémon, die besiegt. Warum? Das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Was bildet der sich ein? Arsch. So. Also meine armen Pokémon hier. Dieser Ramot fast besiegt, Magnesun und Phasersnob komplett besiegt. Also das ist halt was ich wiederum am Surfer ziemlich scheiße finde, was ich bis heute nicht verstehen kann. Warum der Surfer seit der vierten Generation in einem Doppelkampf auch mein eigenes Pokémon trifft. Das ist doch total unlogisch. Ein Surfer, die Welle breitet sich doch nach vorne aus. Die Attacke geht doch nach vorne. Warum zur Hölle wird mein eigenes Pokémon da mitgetroffen? Das ist einfach nur dumm. In der dritten Generation und davor war das ja noch nicht der Fall. Erst ab der vierten ist denen dieser Scheiß eingefallen. Das ist total dämlich. Ins Hirn geschissen oder was? Warum? Das ist einfach nur bescheuert. Das finde ich bis heute einfach nur dämlich. Ich meine, wieso? Das ist echt blöd. So. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber jetzt verschwende ich bei denen ehrlich gesagt aber auch keinen Belieber. Ich brauche die jetzt eh nicht wirklich. Die beiden. Aber dumm finden tue ich es trotzdem.
Gut, jetzt sind hier wieder zwei so Typen, die wollen sich auch wieder kämpfen. Ich habe jetzt aber gerade keinen Bock auf euch. Auf die Schlampe da hinten auch nicht. Ah, das ist jetzt mal ein Doktor, sieht er? Ich verschreibe dir einen Kampf, den gibt es völlig rezeptfrei. Eine Rüstung von Dr. Sloan oder Sloan, irgendwie so. Monozyto. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass hier ein Doktor ist, dann hätte ich jetzt mal meine Supertränke nicht benutzt. Aber konnte ich doch nicht wissen, Mann! Das kann ich doch nicht wissen, dass dieser Arsch sich hier versteckt. So viele Ender triff. Zack. Ich sollte auch stark gegen Psycho-Pokémon. Und Molly Morba ist genauso Psycho. Das Emo-Pokémon, so Schnüffler wirkt, ja, müssen wir nicht schnüffeln, wonach riecht das wohl? Geld stinkt nicht! Und der Vielender trifft erneut, was mich sehr freut! Für Kämpfe braucht man zwar kein Rezept, aber Taktik war ganz hilfreich. Ich mache dein Team wieder fit, völlig rezeptfrei. Ein Doktor wie ich tut alles, was in seiner Macht steht, um die Gesundheit anderer aufrechtzuerhalten. Ja, vielen Dank. Kann eben jeder Doktor und jede Krankenschwester, gegen die man kämpft, kann das dann machen. Wenn man die besiegt, die heilen dann halt eure Pokémon. So, hier liegt ein Eisen rum. Ja, Vitamine brauche ich jetzt aber im Moment nicht. So, hier ist sonst... Warte mal, Itemradar. Oh, das zeigt nach oben. Und hier haben wir einen unsichtbaren Hyperball gefunden. So, schlägt nicht mehr aus. Aber wer war denn das gerade vorhin, den wir hier haben reden hören? War das vielleicht eventuell... Naja. Ich will mal nichts verraten. Okay, da vorne ist Bell schon wieder. Hier geht's aber noch weiter runter. Oh, Blattstein gefunden. Geil, ich wusste gar nicht, dass man sogar Entwicklungssteine in Staubwolken finden kann. Genial. Professor Escher hat mich gebeten, das Ökosystem der Zabladin zu erforschen. Es gibt aber nicht so viele davon und besonders stark sind sie auch nicht. Ist das so, ja? So, dann gucke ich mich hier unten nochmal um. Ey, komm, gehe ich hier runter, will ich schon wieder mal kämpfen. Das ist mein Einsatz. Eine Herausforderung von Gitarristin Olga. Und sie hat einen Zebritz. Na dann, atme los. Da empfehle ich dann doch lieber den Schaufler. Du kriegst mich nicht. Der Stampfer von wegen. Schaufler. Auf alle vier Hufe. Da hat Zebritz total umgehauen. Und Level up. Level 42. Sehr schön. Dein Ziel ist elektrisierend. Immer diese Flachwitze. So, ich wollte doch hier unten noch Items suchen gehen. Ah, das Item da schlägt auch aus. Also ist hier irgendwo was. Ah, Moment, hier haben wir auch noch was. Und zwar ein Fluchtseil. Toll. Das kann ich auch kaufen. Hier scheint irgendwo was zu sein. Okay, hier unten ist noch so ein Typi. Ah, was haben wir hier? Ein Metallmantel. Versteckt Startattacken und ist halt nötig, um ein Onyx in einen Status zu entwickeln, das weiß ich doch. Und hier haben wir ein Elektrojuwel gefunden, das ist auch super. Elektrojuwel, das könnte ich ja rein theoretisch eigentlich. Das werde ich auch tun. So, Eisen, achso ja, Elektrojuwel ist ein normales hier. So, hier, Metallmantel, ein Item, das ein Pokémon zum Tragen gegeben werden kann, das verstärkt Attacken von Typ Stahl und Elektrojuwel. Ein Juwel von Typ Elektro, es erhöht einmalig die Stärke einer Attacke von Typ Elektro. Geben. Magneson. So, das macht dann 15% damit mehr Schaden, das ist dann schon ziemlich krass, das werde ich mir aber aufheben. Auf jeden Fall werde ich mir das aufheben. Gucken, ob ich hier sonst noch wo was finden kann. Der Typ da oben, der sieht schon wieder ziemlich nervig aus. Ich will jetzt auch gerade gar nicht gegen den kämpfen. So, und hier ganz hinten liegt ein Donnerstein. Sehr gut. Den braucht man nämlich auch, um
Sabladins Entwicklung dann nochmal zu entwickeln. Jetzt hat mich der Hunsen doch gesehen. Fick dich, ich will aber nicht. Die Taktik, die ich mir nach eingehender Recherche am PC zurechtgelegt habe, ist vollkommen wasserdicht. Na, das werden wir noch sehen. Das werden wir ja noch sehen. Astrina Luitpold. Was für ein Scheißname ist das denn? So, der Flapterix. Wo zur Hölle hast du das Fossil-Pokémon dieser Region her? Los, Admiral. Gesteinflug, also Surfer bitte. Das war ja leicht. So, Ramot Level 36 endlich mal. Und jetzt noch Electek. Okay, das hört sich aber jetzt ausnahmsweise mal aus auf Rockermann. Ich hätte ja fast schon mit dem zweiten Pokémon gerechnet, mit dem zweiten Fossil-Pokémon. Und dann hatte einfach mal ein Electek-Dreck. So, Bedroher wirkt Dampfwalze. Ich walze dich doch platt. Lichtschild bringt dir leider überhaupt nichts. Das ist nämlich eine physische Attacke, die Dampfwalze. Und deswegen hast du leider trotzdem knapp überlebt, aber die Initiative sinkt. So, und nochmal Dampfwalze. Jetzt kann ich zuerst angreifen und tschüss, Mann. Da bist du platt, was? Das darf doch nicht wahr sein. Und wie das wahr ist. Na, wenigstens geben diese Astriner vergleichsweise viel Geld. Jetzt auch noch ein Käferjuwel, das wird immer besser. Ja, die kann man immer mal wieder rein zufällig in diesen Staubwolken finden. So, das war's. Aber glaube ich, hier unten gegen die anderen Trainer habe ich jetzt keinen Bock zu kämpfen. Und was will mich hier gerade angreifen? Es ist ein wildes, schon wieder ein wildes Rotomorph. Ich will aber nicht. Geh weg. Wenn du nicht gehst, dann gehe eben ich. Und tschüss. Vor allem, wie weiter oben die Musik auch etwas heller und höher klingt, als wenn ich weiter unten bin. Das ist auch ziemlich interessant. So, warte mal, war hier drüben ich sogar irgendwo... Ja, genau. Abkürzung. Okay, Itemradar schlägt nicht aus. Kann aber rein theoretisch trotzdem noch wo passieren. Vor allem der Typ hier... Den habe ich gerade voll verarscht. So, ein Carbon habe ich gefunden. Gut, dass ich so viele Topshots habe. Ich will jetzt im Moment keine wilden Pokémon fangen. Und ah, hier geht's auch schon nach draußen. Und es regnet in Panoero City. Leute, dann kann ich ja den Part wunderbar beenden. Jetzt geht's nämlich ab ins Pokémon Center. Und jetzt ist der Typ schon wieder da. Das ist ja Wahnsinn. Was wissen du jetzt schon wieder? Schon wieder eine neue Medaille? Tatsächlich, was habe ich jetzt bekommen? Notar. Und gleich noch eine. Mach dich schlau. Okay, und noch eine. Na hallo. So, eine blaue Medaille. Kampfgeselle. So, und der immer noch keine 50 Medaille. Wie viele brauche ich denn noch? Das gibt's ja nicht. So, Pokémon bitte wieder fit machen. Und dann kann ich schon den Part beenden. So, vielen Dank. Kann ich jetzt hier verdammt nochmal endlich mal Flottbälle kaufen oder nicht? Ah ne, das ist wieder TTM-Abteilung. Okay, zeig mal, was du hast. Hagelstumson, ach so, gut, der hat die... Alter, sind die teuer! 50.000, das ist ja Bucher. Der hat die vier Wetterattacken. Hagelsturm, Sonnentag, Regentanz und Sandsturm. Alter, die kosten 50.000, bist du verrückt? Das ist ja viel zu teuer. Das ist doch Wucher. Man vermutet, dass die Kontaktebene als Energiequelle für die gesamte Einerregion fungiert. Doch bisher ist es noch niemandem gelungen, dem Geheimnis des Kontaktbombs und der Transferkräfte auf die Spur zu kommen. Ist das so, ja? Hey, Quack. Hat er voll aus wie ein Pikulente? Okay, Leute, also das war's. Wieder einmal verabschiede ich mich bei strömendem Regen von euch und dem nächsten Part. Kann ich noch nicht versprechen, ob es da bereits den Arena-Kampf geben wird, aber das werdet ihr ja dann sowieso sehen. Also, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz 2 in Panoero City. Ciao, Leute!